Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Mass Effect 3. Dann wollen wir doch mal wieder die Galaxiekarte besuchen und wollen doch mal ein wenig uns umschauen, was wir noch alles machen können. Novaria haben wir in der letzten Folge bereits erfolgreich besucht, haben die Cerberus-Jägerbasis auf jeden Fall in Ruinen gelegt, mehr oder weniger, und haben die Kontrolle übernommen und damit den Cerberus mal wieder einen ordentlichen Schlag in die Eier verpasst, was natürlich immer eine gute Sache ist. So, ich glaube, wir sollten mal wieder nochmal ein paar Systeme besuchen, wo man noch ein bisschen was abstauben kann. Zum Beispiel das Ninma-Cluster. Ich glaube, mittlerweile so viel fehlt gar nicht mehr. Und ich mache es lieber so, dass ich immer so eine Abwechslung ein bisschen reinbringe, dass ich hier und da das mal mache, aber halt auch nicht die ganze Zeit. Und Horchposten X19? Aha. Der Horchposten X19 wurde kurz nach den Rachnikriegen gebaut, für den Fall, dass einzelne Rachni die Vernichtung von Suen überlebt hätten. Der Posten umkreist das Massenportal und ist nach wie vor bemannt und im Einsatz, obgleich er heute mehr als Zollstation für Forscher dient, die Rachni-Heimatwelt studieren. Unter den Mitgliedern der Ratsmilitärs gilt die Versetzung auf die Station als Strafe oder Exil, vor allem angesichts des Umstands, dass es seit 1000 Jahren kein einziges Anzeichen von intelligentem Leben mehr auf Suen gab. Wow. Ah, das ist ja sehr unfreundliche Gegend. Wollen wir doch mal schauen, was wir hier so finden können. Und die Reaper werden auf jeden Fall schon ein bisschen fickrig, wie wir merken. Das ist natürlich unangenehm. Und ich habe noch nicht mal was gefunden. Das ist nicht gut. Bestimmt die Planeten, diese kleinen hier. Schaffe ich's? Ich schaff's nicht mal. Na klasse. Ah, trifft sich ja ganz gut. Ich habe ja sowieso nichts gefunden gehabt. Muss doch irgendwas sein, wenn die Reaper sich so aufregen. Kann nicht einfach hier so mitten in nirgendwo was zu finden sein, oder? Ich scanne jetzt noch mal ein bisschen weiter, aber ich finde hier gar nichts. Komisch. Suchen wir noch mal in einem anderen System. Also fliegen hier raus und gehen zu Mulaxul. Bescheuerter Name. Ich hoffe, ich mache das nicht umsonst, dass es vielleicht gar nichts zu holen gibt. Ja. Immer schön laut, immer schön laut. So, Mulaxul. Hier ist auch nichts, auch nichts. Wollte mich veräppeln? Gibt's hier nirgendwo was zu holen? Also hier scheint es wirklich mal nichts zu geben, oder? Tja. Dann eben nicht, dann gibt es halt im Ninma-Cluster nichts zu holen. Falls ich mich da täusche und es gibt hier was zu holen, ich war gerade bloß vom Pech verfolgt oder zu blöd, es zu finden, dann schreibt's mir bitte. So, das habe ich schon, das habe ich schon. Habe ich alles, habe ich alles. Da müssen wir noch hin, da habe ich auch alles, da habe ich alles. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Miller-Nest, stimmt, da habe ich damals aufgehört. Das waren einer dieser Nebensysteme in Untrell zum Beispiel. Und ich hoffe, ich hatte die Dinger schon aufgedeckt. Ich weiß es gar nicht mehr. Na, werden wir ja sehen. Ich sehe hier leider nichts. Okay. Reaper! Und diese wirken nicht gerade fröhlich. Alex, was gefunden? Okay. Oh, natürlich finde ich es jetzt erst. Ey, ist doch scheiße. Ich könnte mir den Stress ersparen, mich einfach sterben lassen, oder? Dann geht's wieder von vorne los. Und ich finde, bitte was Lohnenswertes. Credits. Ihr habt gesagt, was Lohnenswertes. Ach, scheiß auf den Treibstoff. Den kaufe ich mir einfach. Reaper umgangen. Dann merke ich mir einfach, dass Millernest nur noch Treibstoff für mich hat und Punkt. Und gut ist. So, dann wollen wir hier also wieder Verschwindibus machen. Fliegen mal zum. Welches System war das jetzt? Attica Beta hatte Treibstoff, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ach, drauf geschissen. Oder Pferdekopfnebel? Da, glaube ich, gab es Treibstoff, ne? Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Badaboom! Und ja, genau, Treibstoff. Dann werde ich das eben auffüllen. Dann werden wir zur Citadel fliegen, weil ich habe jetzt nichts mehr sonst zu tun hier auf der Karte, würde ich mal sagen. Außer ich habe irgendwas übersehen, aber eigentlich habe ich gerade ziemlich genau geguckt. So, und recht wieder in den nächsten Sprung zu Citadel.
Ich wette, da werden wir uns auch wieder eine ganze Weile drauf aufhalten, weil es gibt ja auch so ein paar Nebenmissionen, die ich mittlerweile wieder abgeben kann, irgendwelche Sachen, die ich eingesammelt habe und so weiter. So, wollen wir nochmal schauen, was sich so tut. Allianzkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Ha? Allianzkontrolle, hier Normandy. Wir sind unterwegs zur Bucht 1-4, Sakara-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Was ist hier los? Cerberus? Was zum... Was zum Teufel geht da unten vor? Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Hey, ja, hier ist Joker. Aha. Ja, ohne Witz. Commander, ich habe Thane in der Leitung. Er sagt, das sei wichtig. Sie sollten sich das anhören. Thane. Stellen Sie durch. Shepard, die Citadel wird angegriffen. Überall sind Cerberus-Truppen und sie haben die Kontrolle über die Docks. Fuck. Außer Gefahr? Nein. Ich musste ihre Elite-Soldaten im Krankenhaus umgehen und bin jetzt bei einer Lagenfront auf dem Präsidium. Hat Kyle dann es geschafft? Wir wurden getrennt. Er sagte, er müsse den Rat beschützen. Ich bin unterwegs zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wieso C-Sicherheit? Es wurde eingenommen. Und C-Sicherheit braucht es. Solange Cerberus es hält, haben sie auch die Station. Gut, Joker. Nicht zu den Docks. Es geht zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wir nehmen das Shuttle. Zu Befehl, Commander. Alter Schwede, Cerberus greift die Citadel an? Heilige Scheiße. Da muss Garrus auf jeden Fall mit, gerade wenn es um C-Sicherheit geht. Und, ach komm, Liara geht das auch an. Das ist halt meine Truppe. Jetzt werden wir aber ein paar Leuten mal so richtig auf den Sack hauen. Das geht ja mal gar nicht. Die Citadel angreifen. Wo sind wir denn hier? Im Kindergarten? Und wenn ihr Thane oder Kai dann ein Haar krümmt, bringt euch alle um. Alter Schwede. Fuck. Das sind aber auch nicht wenige. Wir müssen ihnen helfen. Schnell. Scheiße. Okay, und jetzt auf die Fresse. Fertig, los. So, Munition bei allen draufpacken, aber ganz schleunig. Und erstmal den Kampf so ein bisschen eröffnen. Ah, genau. Nicht mit Commander, vergiss es. So, und ich werde von irgendwo hart beschossen. Ich sollte mal in Deckung gehen. Da hinten kann ich wunderbar mal eine Granate schmeißen. Wir alle können da mal irgendwas hinschmeißen. Und warum ist deine Munition auf einmal wieder weg? Ja, ist auch egal. Genau, die Granate dürfte ich auch ganz schön treffen. So, na, ich treffe die doch wohl. Ach, und da hinten ist ein Geschütz. Ah, hätte ich mal eher merken sollen. Okay, weiß ich Bescheid. So, jetzt noch ein Verbrennen hinterher. Dann ist das Ding auch Geschichte. Singularität bitte auf ihn. Ich mach den Schild weg. Genau, wieder einer weniger. Und ich schaue mich mal ein bisschen um. Ich wette, hier gibt es wieder jede Menge Sachen zum Abstauben, die hier rumliegen. Hier leider schon mal gar nichts. Wie sieht's hier aus? Bestimmt irgendwas. Das sieht echt nicht? Wow. Bin jetzt fast von ausgegangen, dass hier irgendwas liegt. Hier irgendwas auf einer Bank oder so? Was ist denn hier los? Ach, Schildgenerator. Vergiss es. So nicht. So nicht, Freundchen. So, ein Centurio weniger. Das ist auf jeden Fall nichts, was irgendwer vermisst. Wow, den Generator, der meine eigenen Schilde frisst. Clever, Alex. Echt clever. Nicht. Wieder einer weniger. Den reaktiviere ich jetzt und dann wird es meine Schilde, glaube ich, stärken oder so. Okay. Bailey! Ach, du liegst da! Oh, ja, ich komme sofort zu dir! Ich muss doch nur vorher noch schauen, ob es hier was zu holen gibt, weil es würde mich wundern, wenn nicht.
Das würde mich sehr wundern. Gibt's gar nichts? Das kann ich kaum glauben, wenn ich ehrlich bin. Na gut, aber entweder bin ich ganz blind, obwohl in der Mitte könnte ja noch was sein. Das ist ganz offensichtlich irgendwo in die Mitte einfach gelegt haben. Ja, ich beeile mich. Aber ich finde nichts, von daher scheiß drauf. Schnell, Bailey, bevor der mir verreckt. Das wäre nicht so gut. Shepard, ich habe gesehen, wie Cerberus sie angegriffen hat. Ich dachte, das wäre ihr Ende. Bailey, was machen Sie denn hier? Ich versuche verzweifelt, das Hauptquartier zurückzuerobern. Cerberus hat es bereits eingenommen. Wir müssen sie vertreiben. Ohne das Netzwerk ist die gesamte C-Sicherheit blind. Wie schlimm ist es? Wissen Sie, ob die Ratsmitglieder noch am Leben sind? Sie haben sich getrennt. Wenn ich drin Zugriff auf ein Terminal bekomme, kann ich mehr sagen. Können Sie uns reinbringen? Ich kümmere mich um die Tür. Wenn mich diesmal keine Kugel unterbricht. Sehr gut. Immerhin. Gut, Bailey, wir kümmern uns um Schießen, du kümmerst dich um was anderes. In Ordnung? So, der C-Sicherheit-Netzwerkzugang von Cerberus. Wie soll das helfen? Cerberus kontrolliert die Hauptkanäle. Ich mache einen neuen auf, sonst haben unsere Leute keine Chance. Hallo. Was haben Sie? Eine Warnung von Ratsherrin Eschiel. Sie soll sich hier mit dem Executor treffen. Dieser Schritt fordert Vergeltung. Das ist eine Untertreibung. Wenn sie da drin ist, hat sie Ärger. Okay. Ein Ratsmitglied trifft sich mit dem Executor? Jemand von Bedeutung soll angeklagt werden. Und dieser jemand hat wohl Freunde bei Cerberus. Der Ratsherr hat Odina erwähnt. Aber das ist Wahnsinn. Hat er überhaupt einen derartigen Einfluss? Und wer weiß darüber genaueres? Das Ratsmitglied. Ach du Scheiße, was ist hier überhaupt los, ey? Ein Ratsmitglied da drinnen, umstellt von Cerberus? Wer hat den Sicherheitsdruck zusammengestellt? Also, bis vor einer Stunde war dieser Ort völlig sicher. Niemand hat mit so etwas gerechnet. Wir müssen die Ratsherrin finden und wegbringen. Sie weiß bestimmt, wer hinter all dem steckt. Die Ratsherrin könnte im Büro des Executors sein. Eine Position, die sich gut verteidigen lässt. Bin dran. Sekunde. Okay, Verbindung über Universalwerkzeug, los. Alright. Okay, und jetzt müssen wir ein Ratsmitglied retten quasi. Fair. Hilfe. Haben Sie das alles heftig. Gehört? Ja, ich nähere mich dem Gebäude. Aber das Rennen fällt mir schwer. Ich versuche zu ihm zu stoßen. Oh Gott, Fane. Du bist auch so krank. Wehe, der stirbt mir jetzt auch noch weg. Nach Morden könnte ich Fane nicht noch verkraften. Ich würde durchdrehen. Fane bleibt ja am Leben und ich will ihn retten, endlich. So, wo sind Feine, ha? Fickt euch alle. Ich hasse Cerberus. Abgrundtief. Sollte ich jemals wieder Mass Effect 2 spielen, werde ich den Unbekannten hauen. Ich werde es irgendwie schaffen. Okay, weg mit dem schwulen Generator. Zack. Ah, das hat sich wohl erledigt, ha? Würde ich auch mal sagen. Wieso finden wir heute nichts? Sonst ist in den Missionen immer alles vollgepackt bis oben hier mit irgendwelchem Kram. Oh, und wieder mal Briefschlitz. Komm schon, ich muss es doch mal schaffen. Egal, zieh sie halt auf die Beine, auch egal. Komm. Jetzt stirb doch mal. Was schießt er auf mich? Der Kerl, der Kampftechniker. Ah, der wieder Geschütze bauen will, ne? Nicht mit mir, so. Gut, so wirst du sehr schwierig, große Schwierigkeiten haben, irgendwas zu bauen. Den Generator können wir wunderbar reaktivieren, damit er auf unserer Seite ist. Irgendwas, irgendwie wird er schon helfen. So, dann noch ein Verbrennen hinterher. Ja, ja, springt ihr mal rum und ihr merkt, ich mache gar nichts außer meine eigenen Sachen. Von daher mal ein Betäubungsschuss von Garrus, wo er gerade springen will. Das hat ihn leider nicht getroffen. Ja, die Waffe ist so übermächtig, ey. Truppen in der Lobby. Sie hatten sich verschanzt. Ich kann mit den Kameras alles sehen. Sie sind überall auf der Station. So, ansonsten. Warte, da ist mal ein Medikit. Das ist doch schon mal was. Levelaufstieg. Yay. Und Sturmgewehr Durchschlagsmod. Yay. Und zur Sicherheit Leiche. Eintritt unten am Hinterkopf. Sieht mehr nach Überraschung aus als nach Hinrichtung. Dann geht's bei C-Sicherheit.
Ja, richtig. Genau wie auf dem Mars. Cerberus steht auf Schläferagenten. Ja, so kann man es ausdrücken. Und wir haben einen Levelaufstieg, meine Herren. Wo packen wir das denn wohl rauf? Hm? Fitness? Nahkampfschadenbonus. Gesundheit und Schildbonus. Und was war bei Disruptor-Munition ganz oben? Gesundheitsschaden um 5%, erhöht Schild- und Barriereschaden. Oder verbessert die Chance, ein Ziel zu betäuben. Ach, scheiß auf die Betäubung. Machen wir den Schaden mal richtig hoch. Bam. Jetzt knallt's ordentlich. Achso, und die anderen natürlich auch. Garrus, was geht mit deiner Munition? Munitionskapazität wird erhöht oder mehr Kopfschussschaden? Ne, Betäubungsschuss. 30% mehr Kraft und Schaden. Trifft Feinde innerhalb von 1,50 Meter. Oh nö, Kraft und Schaden. Wenn wir den mal einsetzen, soll es knallen. Und hier nur 2 Punkte. Okay, das ist ziemlich wurscht. Und ich habe echt mal überlegt, ob ich das Spiel mal schwerer mache, weil es ist ja derzeit momentan so leicht, ohne es böse zu meinen. Naja, nicht gleich Wahnsinn. Ich würde sagen, extrem. Komm, mache ich jetzt einfach. Drauf geschissen. Es ist mir einfach zu leicht ein bisschen. Ehrlich. Ich hau die einfach nur so weg und muss gar nichts überlegen. Na, kriegst du das wohin, diese Tür zu umgehen? Wollte schon sagen. Und mal schauen, ob wir jetzt ein bisschen mehr Herausforderungen kriegen oder ob es erst in der nächsten Mission Auswirkungen hat. Werden wir ja sehen. Na gut. Natürlich bin ich hier. Wo denn sonst? Oh, das war jetzt gerade der Betäubungsschuss von Garrus. Schade, ich wollte eigentlich, dass er... Ah, ich glaube, es hat schon funktioniert. Man merkt es gleich, der Schaden, der mir um die Ohren fliegt, ist immens. Alter! Wow! Das ist doch direkt mal ein Unterschied. Aber das wollte ich. Perfekt. Endlich muss ich mal wieder in Deckung gehen. So, zeig dich. Du Penner. Genau. Und sie halten noch mehr aus, man merkt's. Finde ich gut. Das war gleich wieder ein bisschen spannender. Ich muss wieder ein bisschen vorsichtiger agieren. Wird auch mal Zeit. So, wo ist er denn? Hä? Aufklärungskapuze? Neuer Helm? Klingt komisch. So. Zack. Erwischt. Medi-Station. Perfekt. Hier haben wir Munition und so. Und Granaten vor allem. Soll ich sowieso mal wieder öfter schmeißen, weil wir haben ja gemerkt, dass die Granaten echt ordentlich Wumms haben. Vergiss es. Shit. Muss ich da irgendwas machen? Aktivieren. Aber erstmal Präzisionsgewehr Laufverlängerung. Yeah. Noch mehr Schaden für mein Präzisionsgewehr. Ansonsten scheint hier nichts rumzuliegen außer Muni. Waffenmodstation. Gleich mal das neue aufschrauben, oder? Schaden um 22,5% mittlerweile. Schon. Das ist auch eine geile Waffe. Ich liebe sie. Fahrstuhltür. Aktivieren. Aber hallo. Okay. So, ich würde mal sagen, was hier sonst auf der Zitadelle so abgeht, was Odina mit der ganzen Sache zu tun hat, was hier dahinter steckt, ich bin sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Und wir erfahren es hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect 3. Mein Name ist Alex, bis dann!